Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute mit dem dritten und damit letzten Teil der Erklärung zu dem kleinen Tool 400 systemische Fragen für die Therapie und Beratung. Die Möglichkeitskonstruktion ist heute unser Thema. Beginnen wir erst einmal mit den Basisfragen. Diese dienen nochmal dazu, um die möglichen Ressourcen und Methoden, welche man sich im Verlauf der Beratung erarbeitet hat, noch einmal aufzuzeigen. Genauso auch die Erfolge, welche man im Verlauf herausgearbeitet hat. Als nächste sehr extravagante Frage, die Wunderfrage. Hierzu schaut auch gerne nochmal auf meinem Kanal nach. Dort wird in Kürze nochmal ein Video folgen, in dem ich die Wunderfrage nochmal ausführlicher erklären werde. Diese Frage ist eine sehr extravagante, eine sehr eigenwillige Frage, wo man mit etwas Fingerspitzengefühl herangehen muss. Man muss aufpassen, dass man auch den Bezug zur Realität dabei nicht verliert und dann auch wieder zur Realität zurückkommt. Beispiel: Wann in der vergangenen Zeit waren die Dinge so ähnlich wie am Tag nach dem Wunder? Als nächstes eine Frage, die erstmal verwundert: Die Verschlimmerungsfrage. Auch hierzu schaut gerne auf meinem Kanal nach, wird in Kürze nochmal ein Video folgen, in dem ich die Verschlimmerungsfrage nochmal ausführlicher erklären werde. Die Verschlimmerungsfrage dient dazu, denjenigen zu befähigen, dass er selbst an seiner Situation etwas ändern kann. Ein Beispiel dafür: Was müssten Sie tun, um Ihr Problem zu verschlimmern oder sogar um es immer zu behalten? In der systemischen Therapie und Beratung geht es immer darum, alle Mitglieder des Systems im Blick zu haben. Kommen wir somit also nun zu den Fragen nach Beziehungen zu anderen. Diese dienen eben dazu, dass man alle Mitglieder des Systems im Blick hat, niemanden ausschließt. Eine Beispielfrage wäre dafür: Wer merkt, wie und woran, dass das Problem gelöst ist? Also auch nochmal der ganze Blick auf das System, nicht nur auf die einzelne Person, die in der Beratung sitzt. Als letzte Fragetechnik noch die Abschlussfragen. Diese dienen dazu, einen Hinweis auf ein Ende der Beratung zu geben, aber trotzdem zu aktivieren und auch die Aussicht nach vorne zu geben, dass auch nach der Beratung die Probleme weiterhin gelöst werden können und man selbst trotzdem aktiv in der Position ist, etwas zu ändern und diese Veränderung auch beizubehalten. Allgemein ist es in der Beratung auch immer wichtig, zu konkretisieren und immer wieder nachzufragen. Hierzu eignen sich auch die W-Fragen sehr gut. Man muss wirklich genau schauen, was sagt die Person, die mir gegenüber sitzt, was meint sie konkret damit. Wichtig sind aber auch Pausen. Man muss den KlientInnen auch Pausen geben zum Antworten, dass sie auch überlegen können, nicht zu schnell wieder reingrätschen. Mein Abschlussfazit zu dieser Box kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, deswegen habe ich natürlich auch das Video gemacht. Mir gefällt sie sehr gut, sie ist trotz der vielen Fragen sehr übersichtlich, man kann gut drin mal schnökern, man kann sich gute Anregungen holen, ich kann sie nur weiterempfehlen. Das war es heute auch schon wieder von mir, ich bedanke mich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.